Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute geht es um die Winter-Upgrades bzw. auch Downgrades. Ihr seht es hier schon, wir sind hier auf der offiziellen Homepage von EA Sports FIFA und da sehen wir dann, dass hier steht Ratings Refresh. Nicht Winter-Upgrades, sondern eben Ratings Refresh und daraus können wir eben schließen, dass es wahrscheinlich auch Downgrades gibt. Denn ja, wir sehen hier, es gibt einen Pfeil nach oben, also einen grünen Upgrade-Pfeil und einen roten Downgrade-Pfeil. Wie gesagt, das heißt eben, dass es dieses Jahr höchstwahrscheinlich Upgrades und Downgrades geben wird. Wann die neuen Ratings Refresh eben jetzt rauskommen, ist noch nicht zu 100% safe, aber Nepenthes, und das ist ja ein richtig, richtig großer YouTuber, der hat dieses Bild hier gepostet. Ratings Refresh, hundreds of players are getting the ratings permanently updated in FIFA Ultimate Team from February 17 to 27. Also das heißt einfach mal, dass die Ratings upgegradet werden bzw. downgegradet werden, also einfach refreshed, also erneuert, sage ich jetzt einfach mal, im Zeitraum vom 17. Februar bis zum 27. Februar. Das heißt also, morgen, Freitag, beginnt das Ganze. Und ich denke mal, dass das zu 99% um 19 Uhr stattfinden wird, denn das war auch bis jetzt immer so. Und bei den Once-to-Watch-Karten vor 2 Wochen sind die eben auch am Freitag um 19 Uhr rausgekommen. Ich denke auch, dass das Bild kein Fake ist, denn wenn das Nepenthes postet, dann wird er, denke ich, da keinen Scheiß raushauen. Und deswegen bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das Bild kein Fake ist. Also höchstwahrscheinlich sind die Upgrades morgen um 19 Uhr draußen. Ich werde da wahrscheinlich auch streamen, von dem her werde ich das wahrscheinlich dann mit euch auch live mitverfolgen. Okay, dann gehen wir weiter mit der nächsten Info. Und zwar haben die Graphic Hunters, also das sind so Grafikdesigner, sage ich jetzt einfach mal, 2 Bilder rausgehauen. Die haben sie zu 99% natürlich selbst designt, denn wenn sie Graphic Hunters heißen, dann wird das höchstwahrscheinlich so sein. Und deswegen sind diese Bilder auch wahrscheinlich nicht offiziell, also die sind inoffiziell. Aber ganz interessant, hier steht im Ratings Refresh, das sieht genauso aus. Und das könnte ein Bild von EA sein. Also es sieht ja genauso aus wie die Bilder von EA bzw. von FIFA 17 immer. Aber das ist, wie gesagt, höchstwahrscheinlich nicht offiziell. Und hier würde man eben Downgrades sehen. Müller mit einem Downgrade, Vardy und Bravo. Ist ganz interessant, ist aber höchstwahrscheinlich, wie gesagt, nicht offiziell. Und dann wären hier auch noch Upgrades, Kanté, Dembélé und dann noch Gullit. Das wäre richtig interessant, ob Legenden Upgrades bzw. Downgrades bekommen. Das wäre aber auch gleichzeitig ziemlich unlogisch, denn wie soll eine Legende ein Upgrade bekommen, wenn sie gar nicht mehr aktiv ist? Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist ein bisschen komisch, sage ich mal, aber das sind auf jeden Fall auch noch 2 interessante Bilder zu den Winter-Upgrades bzw. Downgrades, ja, die ich euch einfach mal zeigen wollte. So, und hier sind wir auch schon bei der vorletzten Info von EA FIFA Reviews. Das ist natürlich auch keine offizielle Seite und was hier ganz interessant ist, ist eben dieses Bild. Das ist mega, mega unscharf. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher dran. Was man aber auf jeden Fall erkennen kann, ist, dass hier steht. I was wondering when are winter upgrades coming out, bla bla bla, also wann die winter upgrades jetzt rauskommen. Und dann schreibt diese Mitarbeiterin angeblich, wie gesagt, das Bild ist vielleicht auch ein Fake, schreibt dann eben zurück, I would like to confirm you that the winter upgrades will be released on 17th February 2017. Das heißt eben, dass die am 17. Februar rauskommen. Hat angeblich eine Mitarbeiterin von EA geschrieben oder ein Mitarbeiter, das ist nicht sicher, aber das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Hinweis und es ist zu 99% allgemein jetzt sicher, dass diese Winter Upgrades morgen um 19 Uhr rauskommen. So, und hier sind wir auch schon bei der letzten und meiner Meinung nach auch einer sehr interessanten Info. Das Bild hier, was ihr gerade eingeblendet seht, habe ich selbst gemacht. Ich war gerade auf FIFA 17 drauf, bin in Stream Squad gegangen, habe Gabriel Jesus gesucht und da habe ich eben dann auch seine normale 78er Karte gesehen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wieso ist die aber nicht auf dem Transfermarkt? Das liegt einfach daran, dass die laut Footbin eine Price Range von, glaube ich, 700 Coins oder so bis 20.000 Coins hat. Und der Spieler ist natürlich noch ein bisschen mehr als 20.000 Coins wert, weil er halt mega im Hype ist gerade. Und mir hat auch ein Abonnent auf Snapchat geschickt, dass er Gabriel Jesus gezogen hat. Das heißt, ich gehe auch wirklich stark davon aus, dass man diese Karte jetzt wirklich schon bekommen kann in FIFA 17. Und das ist eben auch ein krasser Hinweis darauf, dass die Upgrades bald kommen werden. Wie gesagt, eben höchstwahrscheinlich morgen. Und ja, Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem FIFA 17 Info-Video. Falls ihr öfter solche Info-Videos haben wollt, lasst jetzt den Daumen nach oben da. Schreibt mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Checkt die Videobeschreibung ab und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.